Was da los, Leute? Hier ist wieder am Start mit Assassin's Creed Unity. Ich habe letztens gesagt, in der letzten Folge, dass wir, wenn ich wieder entscheide, höchstwahrscheinlich alle Sichtpunkte habe, sowas ähnliches, oder zumindest dann beim nächsten Nostradamus-Rätsel starten. Ja, ich habe jetzt einiges erkundet hier bei der Karte. Wie man gerade sieht, mir fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Gebiete, aber ich habe jetzt schon mal, kann man fast sagen, die Hälfte der Stadt hier schon mal. Und habe ja hier oben angefangen und bin dann hier runtergegangen, habe einiges freigeschalten. Und wir werden jetzt erstmal nur die Mission zeigen. In den ganzen oberen Bereichen war noch gar nichts. Hier unten ist was. Unten sind die Zwillinge. Schwierigkeit Stufe 3, aber der ganze Bezirksstufe ist auf 5. Ist auf fast auf. Nee, nee. Okay, ist auf 4. Ist auf jeden Fall, der Status ist besetzt. Ich hätte da fast nur Schwierigkeiten. Das ist aber übelst krass, erstmal durchzukommen. Hier war gar nichts. Hier war auch noch was. Das war Fische. Fische hat die höchste Schwierigkeitsstufe. Ich habe mir gedacht, da ist schon krass. Gehen wir mal weiter. Hier war wieder gar nichts. Hier auch nichts. Aber hier waren gleich zwei. Und das war hier in der Nähe und habe mir gedacht, wenn hier gleich zwei sind. Ich habe das auch schon mal markiert. Krebs und Schütze. Wir machen jetzt erstmal Krebs. Weil das war jetzt das Geringste. Das war Schwierigkeitsstufe 3. Und will jetzt nicht sagen, dass hat das höchstwahrscheinlich nicht zu sagen, aber es ist, war auch jetzt am nächsten dran von den Aussichtspunkten. Deswegen werden wir jetzt erstmal dahin gehen. Wir werden jetzt erstmal das vierte Nostradamus-Rätsel Krebs machen. Na komm, oder springen wir runter? Ja, das ist gleich hier oben, okay. Dann lasse ich doch einfach runter. Alter. So, bringen wir erstmal hier schön in den Heuhaufen rein. So, sehr schön. Und wer da erstmal da lang... Oh, warum musst du überall hochklettern wie so ein Affe? So. Hier ist ein Hund. Ich weiß es nicht. Bei Assassin's Creed 3 gab es ja Katzen und Hunde. Blablabla. Damals konnte man mit den Tieren integrieren. Kann man das hier auch machen? Ja, das ist jetzt mal doof. Bei Assassin's Creed 3, wie ihr euch noch erinnern könnt, konnte man mit dem Hund sowie mit den Katzen was machen. Konnte zumindest integrieren mit denen. Konnte man wirklich was machen mit denen. Das war eigentlich recht witzig. Aber egal. Wir lösen jetzt mal das vierte Nostradamus-Rätsel Krebs. So. An einer Kirche, die steht. Ja, in einer Kirche, die steht seit 1000 Jahren oder mehr. Rage drei Türme gen Himmel. Die Wahrheit liegt im Höchsten. Eine Kirche. Eine Kirche in diesem Gebiet. Das sieht man ja schon hier an der Karte. Es sind drei Türme. Ich glaube, die Kirche ist damit gemeint. Es sind drei Türme und die ist am höchsten. Ja, dann haben wir es schon mal. Das war jetzt eigentlich jetzt mal easy measy, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das ist ja eigentlich der Turm da hinten und da müsste es ja eigentlich sein. Aber gut, das ist erstmal das erste Rätsel. Das war jetzt eigentlich recht okay. Wir werden erstmal weitere Rätsel sehen, weil es hat ja meistens mehr aus sich. Erstes Rätsel. So, warte mal. Ja, ich will jetzt hier niemanden töten. Jetzt in Ruhe chillen. Meine Heizung ist auch gerade angesprungen. Also es wird hier richtig geil warm. Das freut mich tierisch. So, da klettern wir erstmal hier richtig schön hoch hinaus. So, jetzt mal für die Leute, die es noch immer noch nicht kapiert haben. An einer Kirche, die steht seit 1000 Jahren oder mehr. Meistens ist das erste Rätsel immer hier sehr in der Nähe. Weil es ist wahrscheinlich in diesem kleinen Gebiet die einzige Kirche ist und die sieht sehr recht alt aus. Die Kirche. Ragen drei Türme den Himmel hoch. Das sind die drei Himmel. Und die Wahrheit ist am höchsten. Okay. Sehen wir noch nichts? Ist ja nicht so schlimm. Danke, das setzt runter einfach. Das setzt einfach nur runter. Mehr setzt. Ich will mal Atium sagen, aber das heißt ja auch nur.
Oh, spring doch einfach auf das verdammte Dach. Das ist doch jetzt nicht so hoch. Ich könnte mich über den Typen übelst aufregen, wirklich. Ich will es auch nicht. So. Aber wir hören schon mal das Geräusch hier schon wieder. Das heißt, es müsste hier in der Nähe sein. Ja, da ist es doch. Jawohl. Hammer's. Auf den Turmplatz der Reichen, errichtet vom Clan der Medici, führt der große Vorherr zu allerhöchsten Kreisen. Alles selektiv. Okay. Fähigkeit. Ist das hier? Das ist die Luxemburg. Das muss hier in der Nähe sein. Die Gebiete habe ich schon mal nicht. Das kann ja schon mal eigentlich nicht da sein. Und hier, wie ich mich daran erinnere, wo der Aussichtspunkt war, muss ich ehrlich sagen, da war ist so nobel. Und ich glaube, das ist auch hier. Bei Luxemburg ist Palace et de Jaline de Luxemburg ist einer der krassesten, reichsten, ist jetzt immer noch. Mit der Schnellreisen. Möchte ich gerne hier eine Schnellreise machen. Machen wir mal schnell eine Schnellreise zu Luxemburg. Müsste dann irgendwo das nächste Rätsel sein. Schauen wir mal. Okay. Hey, was sind wir denn jetzt? Leute, es ist dunkel. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie in Assassin's Creed mitbekommen, dass es dunkel wird. Auf den Turmplatz der Reichen, errichtet vom Clan der Medici, führt das große Foyer zu allerhöchsten Kreisen. Ah, wir müssen... Leute, dann meint. Aufgabe abgeschlossen. So. Ha. Das ist natürlich mal jetzt nicht so... Klasse. Komm zurück, du Stinker! Ich hab hier 20 cm Stahl für dich! Wir müssen das Foyer rein. Ich höre es auf jeden Fall schon mal. Ah, jetzt haben wir es auf dem Foyer. Geiles Ding, ey, Leute. Wir sind richtig gut, ey. An der Tränke des Wissens. Spielzeug der Engel. Im Garten des Lebens erführt der Mensch von der Sünde. An der Tränke des Wissens. Würde ich meinen, es handelt sich eventuell um einen Brunnen. Würde ich jetzt mal so assoziieren. Ganz frei raus. Ist hier Sperrgebiet überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Hier ist Sperrgebiet! Jetzt weiß ich doch nicht, dass hier Sperrgebiet ist. Aber warum ist denn hier Sperrgebiet, Alter? Willst du mich verarschen oder was? Das ist ein Scheiß. Ehrlich. Wirklich Patrouillen drin? Alter Schwede. Ah, hier ist schon mal ein Brunnen. Wüsste ich doch nicht, dass das Sperrgebiet ist, jetzt mal ehrlich. Eine Tränke des Wissens. Ja. Easy measy. Lemons peasy. Ach, da ist irgendwas markiert. Toll. Letztes Rätsel. Unter euren Füßen verbergen die Reichen ihre Geheimnisse. Die Sonnenuhr zählt vergangene Tage zwischen Würmern und Knochen.
unter euren Füßen. Das heißt, es muss hier irgendwo. Es muss hier irgendwo runtergehen. Ja, das immer. Untergrundbänke. Unter euren Füßen. In Verbergen erreichen ihre Geheimnisse. Die Sonnenuhr zählt vergangene Tage zwischen Würmern und Knochen. Das ist eigentlich. Es muss unter uns sein. Wir müssen also in den Untergrund unter diesen Palast bei. Das heißt ja noch, unter euren Füßen verbergen die Reichen ihre Geheimnisse. Und weil wir ja hier gerade das ganze Rätsel sich von Reichen zu tun hatte und in den Foyer der Reichen waren, der Tränke der Wissen, wo sich die Reichen versammeln haben, muss es auch auf diesem Platz sein. Und auf diesem Platz ist das Einzige, was zu diesem Untergrund führt, hier. Zumindest auf diesem Platz. Hier auch noch da hinten, aber das war jetzt hier am nächsten von diesen Dings. Deswegen gehen wir mal hier rein. Schauen mal, was hier so abgeht. Alter, jetzt habe ich mich erschreckt ein bisschen. Nein, halt den Mund. So. Sind hier irgendwelche böse Leute? Natürlich. So. Ha! Und jetzt Rätsel. Badam, 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 badam. Sie haben genug Verbrände, um eine Tür in der Rüstungskammer zu öffnen. Leute, wir haben gerade das Nostradamus-Rätsel Krebs gelöst. Also richtig gut. Wir gehen jetzt mal schnell in die Rüstkammer und gucken jetzt mal, was da so abgeht. Wir gehen jetzt mal ja in unseren Café, in der Hütte. Wir werden jetzt mal ganz schnell gucken, was da so abgeht, weil wir haben ja jetzt eine Tür geöffnet in der Rüstkammer. Und es interessiert mich jetzt mal gerade, ob wir jetzt genug Fragmente haben, um jetzt die komplette Tür zu öffnen, oder ob wir wirklich alle Rätsel lösen müssen, weil es gibt ja noch mehr Rätsel, wie wir gerade gesehen haben. Einmal noch Schütze, Fische und die Zwillinge haben wir noch. Krebs haben wir gerade gelöst. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Erstmal holen wir uns das Geld noch ab von der Hütte. So. Gut geschlafen. Ja, ich habe gut geschlafen, muss ich sagen. Oh, cool. Wir haben jetzt gerade hier das komplette Einkommen. Aber da hast du 500 wieder mehr. So. Jetzt gehen wir schnell mal in die Rüstkammer. Schauen wir mal, was es abgeht. Ist ich runter? Danke. Runter. Hui. Ja, kannst ruhig weiter rutschen. Ah, jetzt ist da auch so ein Diamant angezeigt. Geiles Ding. Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir jetzt die Rüstung? Öffnen. Schreibe. Öffnen. Leute, wir haben es. Haben wir es hier? Okay. Die wäre offen. Durch das Lösen von 10, also Damensrätsel. Oh mein. Müssen anscheinend nicht doch alle lösen. Was befindet sich jetzt hier nun? Ist jetzt hier das nächste Rätsel? Okay. Was sind jetzt alle hier, oder was? Ich glaube, das sind die nächsten. Jetzt ist jetzt hier nur. Ha. Warte mal, ein Zeichen muss dort stehen, oder was? Ich jetzt gerade richtig? Weiß gar nicht. Hat das jetzt irgendwas schon zu sagen? Das wäre das Zeichen meiner Meinung. Ha.
Wie steht denn da? Steht eine Beschreibung von den ganzen Zeichen oder was? Nee. Ist es das? Was ist das gerade? Okay. Das ist das. Dann war es falsch natürlich. Müsste es das sein? Oder? Nee. Auch nicht. Kriegen. Was haben wir denn hier für ein Zeichen? Das ist es, ja. Jetzt haben wir das Richtige. Okay, das haben wir jetzt. Okay, was haben wir denn hier am nächsten? Wir haben dieses Zeichen. Ich kann gerade gar nicht sagen, was das für Zeichen sind. Das da? Das ist es. Was ist das? Dieses. Alter, was ist das denn für ein Zeichen? Auf jeden Fall müssen wir weiter. Und sie integrieren, oder? Integrieren. Integral. Integrieren, sag ich einfach. Das Richtige, oder? Dieses. Was ist das? Ja, das ist es. Okay. Wasser. Haben wir das falsche Moment drin? Ist auch nochmal noch das falsche? Wasser? Ja, das ist das falsche. Haben wir es danach gelöst? Das wäre natürlich richtig geil, wenn wir das danach gelöst haben irgendwie. Aha. Gut zu wissen. Haben wir hier was geöffnet? Ich frage mich da auch, komm mal. Das ist halt die interessante Frage. Ist hier nicht ein Seil oder sowas? Nee. Ja, irgendwie hochkommen. Denkt ihr nicht? Ich denke erstmal schon, dass wir hier irgendwie hochkommen. Ich würde mich jetzt ganz natzen, dass wir hier nicht hochkommen. Was ist nicht? Wie verdammt nochmal komme ich hier hoch? Das ist jetzt halt die interessante Frage. Ich muss ja irgendwie dahin kommen. Ich will es ja auch haben. Okay. Okay, hier lang. Hier lang. Zum Abstoßen. Drückt halten und. Oder bis darüber. Muss nach hinten, oder? Gedrückt halten. Ich weiß gerade nicht, was er von mir will. Um seine eindeutige Ruhe. Zum Abstoßen! Halten Sie Shift gedrückt, halten und. Ha! Easy Measy. Ah, so, weil
Leute, das ist ja mal raffiniert, dieses Rätsel. Leute, ey, das macht mich gerade richtig an. Das gibt mir richtig gerade einen richtig geilen Kick, ey. Das finde ich gerade mal richtig awesome, so ein Rätsel. Ja, die Frage, wohin? Ha! Geiles Ding. Haben wir jetzt die Rüstung freigeschalten? Nice. Was war da drin? Missionsgegenstand erhalten. Kann man da angehängen? Geiles Ding, Leute. Kann man jetzt da reingehen? Kann ich mir die jetzt holen? Nee. Ich habe also jetzt in dem Sinne eine Tür geöffnet, dass die Kammer da drinnen geöffnet, das Rätsel gelöst und muss jetzt noch weitere... Warte. Was muss ich jetzt noch lösen? Durch das Lösen von Nostradamus Rätsel in 10 Fragmente finden. Das heißt, ich muss jetzt noch 6 Fragmente finden, um jetzt höchstwahrscheinlich diese Tür freizuschalten. Ja. Okay. Zelle Astrie. Und da ist die letzte Tür. Wann öffne ich die? Was? Oh mein Gott. Das heißt, ich muss insgesamt 18 Fragmente finden. Uiuiui, Leute, da ist jetzt mal lange dran. Aber egal, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Assassin's Creed Unity. Mit euren Hütte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und tschaußen.